Hier ist wieder Mr. Meikle und willkommen zu einem neuen Part von Paper Mario Color Splash. Wir haben im letzten Part unseren ersten Farbstern eingesammelt und machen nun weiter mit dem Level Papyroni Pfad. Ja, hier gibt es zwei Ausgänge und hier gibt es auch zwei Ausgänge. Wo sich der zweite Ausgang befindet, keine Ahnung. Hier können wir anscheinend erst später bekommen, aber wir werden in diesem Part mit dem Papyroni-Pfad beginnen. Ja. Hier hat uns der kleine Farbstern also geführt auf den Papyroni-Pfad. Dann mal los, Mario, lass uns den nächsten Farbstern suchen. Ja. Bin schon gespannt, wie dieses Level wird. Ja. Ein bisschen Farbe aus dem Baum kloppen. So, die Gummi einfärben. Und wir konnten Port Prisma noch nicht zu 100% abschließen. Heißt, uns fehlen noch Farblosflecken in Port Prisma. Die können wir aber erst später einfärben. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber manchen Spielen ist das ja so, dass du erst im späteren Verlauf des Spiels die Sachen aus dem Level bzw. das Level dann komplettieren kannst. So, aber als erstes werden wir dieses farblose Haus wieder einfärben. Weil das sieht ja blöd aus hier ohne Farbe. Das können wir doch nicht so, können wir doch nicht so stehen lassen. Ich meine, das Haus braucht doch definitiv einen neuen Anstrich. Oh, und ich kann nach hinten verschwinden. Und hier ist auch ein farblos Fleck. Oje, oje. Wer hat das bloß diesem Haus angetan? Wann ist diese miesen Scheigeis mit den Strohhalmen? Ich glaube es zumindest, aber ich bin mir nicht sicher. Es sollte aber so sein. Naja. So, bin ich dann bald mal fertig mit dem Einfärben dieses Hauses, oder dauert das noch? Nein, ich bin jetzt fertig. Und wir kriegen eine Menge an Münzen und Karten. Das ist doch super. So, was ist in diesen Blöcken drin? Nur Münzen, keine Karte? Ah, schade. Ich hätte mir eine Karte gewünscht, aber wenn nicht, dann nicht. Muss ja nicht sein, wäre aber schön gewesen. Naja, gut. Die Karten, die wir haben, die reichen uns erstmal aus. So. Immer schön die Gegenstände mit dem Hammer schlagen, um neue Farbe zu bekommen. So, da wir aber unsere Leiste voll ist. Oh, ein Regenbogen. Tropfen. So, nochmal aus den Bäumen. Zack. Und wir bekommen eine neue Karte, nämlich den abgenutzten Sprung mal 3. Dies ist eine sehr starke Karte für den Anfang. Sehr gut zu gebrauchen, falls man mal drei Gegnern gegenübersteht. Und ich glaube, die kommt auch gleich zur Benutzung. Ja, zur Verwendung meine ich, nicht Benutzung. Na gut, ist eigentlich beides richtig. Was zum Lack geht hier denn ab? Was macht ihr da? Ach, guck an, die tanzen um den Farblosfleck herum. Aber ihr werdet das schön lassen. Ich werde euch den Chaos machen. Ach, es sind nur drei. Ja, das ist doch gut. So, dann werde ich jetzt. Mario, was machst du denn hier? Ja, ich muss doch hier meinen Pflichten nachgehen, oder nicht? Nee, warte. So. Nein. So, dann benutzen wir unsere neue Karte im Kampf. Den abgenutzten Sprung mal 3. Weil der ist hier sehr nützlich, weil es ja drei Gegner sind. Und wenn man das Action-Kommando richtig gut drauf hat, so wie ich, dann kann man diese Karte gut einsetzen. Oder diese Gegner halt
rundumdrehen besiegen, ja. Die machen sich aus dem Staub. Das darfst du nicht zulassen, sonst saugen sie noch die ganze Farbe aus unserer wunderschönen Insel und das willst du ja nicht. Du willst ja die Insel retten und... Ich weiß, Fabian, nicht. Ich weiß doch Bescheid. So, dann färben wir erstmal diesen großen Farbfleck ein. Ich habe weiterhin eine große Belohnung, aber ich krieg nur Münzen. Was zwar auch gut ist, weil ich sag nicht Nein zu Münzen, aber ich will Karten. Na ja, gut. So. Gibt es hier noch was Bestimmtes? Ja, hier kann man... Warum kann man hier speichern? Warum gibt es hier ein Herz? Nein, ich wollte es nicht einsammeln. Oh, Mann. Naja, gut. Hier ist noch ein Scheiger, also jetzt ist nicht genug, hier runter zu gehen. Ach, und deswegen ist hier ein Speicherblock. Wegen einem Shy Guy. Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen. Noch so ein komischer Typ hier. Hm? Anscheinend hat er uns gar nicht bemerkt. Jetzt können wir ihn überrumpeln. Wenn du vor dem Kampf auf einen Gegner springst oder mit ihm den Hammer einsetzt. Mit ihm den Hammer einsetzt. Halt ihn mit dem Hammer, ne? Eins überziehst und dann hinterlässt du gleich einen prima Eindruck. Versuche also so oft wie möglich zuerst anzugreifen. Ja, das ist sehr nützlich, dieser Erstangriff. Damit fügen wir dem Gegner am Anfang des Kampfes Schaden zu und das macht uns den Kampf etwas einfacher. So. Zack. Du gehst schlafen. Weg mit dir. Noch eine neue Karte. Abgenutzt haben wir mal 3. Okay. Warum kriege ich am Anfang des Spiels so starke Karten? Na gut, es ist nicht mehr ganz der Anfang, aber wir sind noch am Anfang. Sozusagen, ne? Das ist, was ich meine. So, dann speichern wir erstmal. Und gehen weiter. Oh! Ein Scheingeldschild. Vorsicht vor den Farbdieben. Okay, ist hier hinten was? Nein. Schade. Das Schild steht hier nicht umsonst. Scheinen wohl auch die Scheiße am Werke zu sein. Wer sagt denn? Da drüben ist ein kleiner Farbstern. Das war ja einfacher als ich dachte. Schnell schnapp ihn dir, damit er uns zum nächsten Farbstern führt. Fabian. Irgendwas stimmt mit diesem kleinen Farbstern nicht. Meinst du nicht? Hm? Findest du nicht, dass der irgendwie ein bisschen leer ist? Dass ihm die Farbe ausgegangen ist oder so? Hm? Na gut, ich springe einfach mal drauf. Ich springe einfach mal gegen. Hm? Du hast ihn noch berührt. Moment mal, was in aller Welt 8.4 geht hier vor? Meinst du die Welt 8.4 in New Super Mario Bros. 4? Vergiss, was ich gesagt habe, ist unwichtig. Sieh nur die Farbe, sie wurde ausgesaugt. Einfach einen Farbstern aussaugen. Wer macht denn sowas? Der gehört verprügelt. Da ist halt dieser Spaten. Ja, hinterher. Ja, würde ich auch sagen. Fabian, müssen diesen Shy Guy unbedingt aufhalten, ansonsten macht er noch mehr Ärger. Das dürfen wir nicht.
ihm weiter erlauben. So. Ach, gucke an, hier gibt's einen Kaffee. Ich hab's. Ja, doch. Ich würde sagen, dass ich. Muss ich mich mal mit anstellen. Was hast du denn dagegen, dass ich mich hinten anstelle? Denkst du, ich klaue dir das Geld aus der Tasche? Ja. Dann tut es mir leid für dich, dass du jetzt das ertragen musst. Aber wenn du mich hier als Dieb beschimpfen möchtest, dann lasse ich mir das nicht gefallen. Als möchte gern Dieb. Warte mal. Nee, möchte gern Dieb nicht, sondern. Ja, was soll's. Ich möchte bitte ein Schoko Cappuccino mit Milch, mit viel Milch sogar. Und na gut, mit viel Milch nicht, sondern mit einer schönen Schokonote und allem drum und dran. Kann ich das bekommen? Nein! Du musst dich hinten anstellen! Was denkst du eigentlich, wer du bist? Ist ja gut. Dann gehe ich halt wieder. Ich lasse mich nicht beschimpfen von euch. Drecksladen. Wer geht da schon Kaffee kaufen? Das ist ja. Also wirklich. Wenn ich bessere und nettere. Kunden. Ja, Kunden nicht, sondern so eine sozialere Kaffeeläden. Ja, gut, ich kenne keinen wirklich guten Kaffeeladen. Ja, was soll's. Ich finde halt, wenn ich halt mal in so einen Laden gehe, zum Bäcker oder so, und mir da mal was hole, dann hole ich mir da einfach was und. Ich achte schon drauf, dass die Verkäufer nett zu mir sind. Ja, ich lasse mir noch jetzt nicht. Und ich habe exzellent hingekriegt. Na, endlich. Oder ich habe A gedrückt. Na gut. Was ich sagen will, ist, dass man sich nicht von dem Verkäufer oder so oder von einem Kunden schimpfen lassen sollte. Sollte man nicht machen. Sollte man auch nicht zulassen. Aber egal. Ist ja eben noch nie jemandem passiert, dass jemand mal. Was weiß ich, haben. Und wir haben eine Cooper-Karte erhalten. Man kriegt anscheinend auch von Gegnern eine Karte. Also eine Gegnerkarte, zum Beispiel jetzt hier Shy Guy-Karte oder Gumba-Karte oder was auch immer, die man dann im Kampf einsetzen kann, und dann hat man sozusagen einen Partner, so wie in alten Paper Marios, ja. Das kann man, glaube ich, sogar zu den alten Paper Mario Elementen dazu zählen, ja. Also das sag ich mal, ja, das erinnert mich schon ein bisschen an halt Paper Marios. Finde ich schön, dass man das noch mit eingebracht hat, dass man sich denkt, hey, jetzt habe ich einen Partner, jetzt kann der mir helfen, und hurra, kommt das alte Paper Mario Feeling wieder zurück. Aber leider hat man den nur im Kampf, nicht außerhalb. Das ist dann halt wieder ein bisschen doof, aber gut. Schön, dass man auch. Nein, ich bin blöd. Oh nein. Ja, ich bin doof. Ich hab nicht zu. Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab jetzt einfach so just for fun einen Sprung gegen einen Peaks-Shy-Guy eingesetzt. Gegen einen Shy-Guy mit einem Peaks-Helm. Das ist das Dümmste, was man je machen kann. Aber gut, mir ist es ja nur einmal passiert. Fehler können passieren. Und ja, da schäme ich mich jetzt auch nicht für. Gerne mach mal Fehler. Oh, so viele Papphammer, das gibt's doch nicht. Und ein Sprung. So, dann machen wir Farbe, bitte. Danke. So, von dir auch. Noch ein Shy Guy. Auch wenn manche sagen, ja, warum kämpfst du denn
Jetzt gegen jeden einzelnen Gegner, weil ich die Papphammer haben will. Ich habe auch schon manche gesehen, die sagen, ja, die Kämpfe in Cutter-Splash und Zickerstar sind ja unnötig, die muss man nicht jedes Mal bestreiten, aber ich finde die Kämpfe schon ganz okay. Also ich werde jetzt nicht jedes Mal gegen irgendwelchen Kämpfen, ich werde auch mal Kämpfen ausweichen. So ist es jetzt auch nicht, dass ich jeden Kampf gegen jeden Gegner bestreiten werde. So, dann tschüss. Oh, schade, dass es den Konter hier nicht mehr gibt. Ach, guck an. Die Gegner können sogar einen Angriff verkacken. Aber es ist, glaube ich, nur bei den Shy Guys so, dass die manchmal hinfallen und der Angriff dann fehlgeschlagen ist. Bei anderen Gegnern sollte es dann nicht der Fall sein. Nee, sollte auch nicht. So, und damit haben wir auch schon den nächsten Shy Guy besiegt. Und, Alter, die geben so viele Papphammer, das gibt's nicht. Mensch. Das ist ja, ein Traum. Die Leiste ist auch schon wieder halb voll. Heißt, ich kann den Farbverstand bald wieder erhöhen. Das finde ich doch schnieke. So, erstmal die ganzen Blumen hier einfärben, zack. Und den Block. Oh, und hier haben wir wieder eine neue Karte. Nämlich den Hüpfburschen. Mit dieser Karte können wir mehrmals auf einen Gegner springen. Also beim normalen Sprung sind es halt, was weiß ich, vier Sprünge und beim Hüpfburschen sind es halt mehrere Sprünge, die wir bei einem Gegner ausführen können. Und damit hätten wir wieder eine Abkürzung erschaffen. Super. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass mit diesem Schild etwas nicht stimmt. Vorsicht vor den Diamanten und höchst attraktiven Farbdieben. Warte mal. Schon sehr auffällig, dass hier ein Eimer steht. Und dass dieser Scheiger nicht aufgemalt ist. Ah! Du bist fake! Du hast mich erwischt, ich gebe auf. Widerstand ist zwecklos, ich bereue alles. Ich gebe dir auch all mein Geld und so. Ja. Die Farbe bringe ich zurück, es ist sinnlos, dem Klempner deines Formats zu widersprechen. Ich habe schon von anderen gehört, dass du sie einfach mit einem Sprung weggenatzt hast und sie mit deinem Hammer weggeschlagen und ihnen schwere Verletzungen zugefügt hast und ich will das nicht auch noch erleiden müssen. Na, du gehst voran, also. Gehen wir mal zum Farbstern. Direkt hinter dir und ich werde auch nicht tricksen. Ich werde dich auch nicht mit dem Farbeimer irgendwie eine überziehen. Ich bleib schön hinter dir und so weiter. Bin schön brav. Du willst brav sein? Also, was ich von den Shy Guys gehört habe, da ihr seid ganz schön miese Typen. Kann ich jetzt meinen Schokochino haben? Nein! Die anderen Shy Guys haben sich schon einen Schokocappuccino geholt. Tut mir leid. Wenn du die schlimmer hast von deinem Wecker heute Morgen etwas und so weiter, ja, wenn du die schon getrunken hast, dann tut's mir auch leid, dann will ich dir nichts. Ja. Also ich werde den Farbstern jetzt wieder entfernen, okay? Ich trick's auch nicht, also pass genau auf, damit ich ja nicht versuche, irgendwelche Tricks anzuwenden, um dich abzuzocken oder so. Das würde ich niemals machen, also. Ja. Pranken will ich dich natürlich auch nicht. Also, ist ja auch unter aller Kanone, Pranks zu machen. Bei irgendwelchen fremden Leuten. Das mache ich nicht. Voilà! So gut wie neu. So lässt du mich jetzt gehen. Oder nimmt die Geschichte jetzt eine unerwartete Wendung? Hier ist doch. Irgendwas im Busch. Vielleicht hier? Vielleicht auch hier? Oder was meint er mit unerwarteter Wendung? Ich wusste doch, dass er uns
abzocken möchte mit irgendwas oder uns reinlegen möchte. Das hätte ich nie von dem gedacht, dass er sowas macht. Ja, ich, natürlich, wenn ich vor so einem Ding, das von oben herabfällt. Ja, 10 schon! 5! Ihr seid doch irre. Was ist denn, wenn man hier Game Over geht? Was ist denn dann? Oder tot geht, meine ich. Also, all seine HP verloren hat. Ist schon ein bisschen gemein. Ja. Ach du schon wieder, was willst du denn? Die haben den Papyroni-Pfahl aufgerollt. Jetzt ist mein Kaffee irgendwo da oben in den Wolken. Was soll ich denn jetzt nur machen? Meine gesamte Zukunft hängt in der Schwebe mein Geld und so weiter. Mein Verdienst. Was soll ich nur machen? Mario, kannst du den Boden nicht irgendwie wieder gerade biegen? Ich wollte gerade Feierabend machen und da würdest du mir echt weiterhelfen, okay? Ja. Wenn ich danach mein Cappuccino kriege, ist ja alles gut. Ah, jetzt könnte ich das Herz tatsächlich gut gebrauchen, also das ist jetzt kein Scherz. Vielleicht Sport ist ja noch mal neu, wenn das Spiel so fair ist. Ach nee, hier ist ja ein Herz. Wie praktisch. Naja gut. Wenn man sich da treffen lässt, dann kann man das jetzt gut gebrauchen. Also ist das jetzt nicht ganz so unnötig platziert worden. Ja. Hat wohl nicht ausgereicht, den Sticker zu entfernen. Dann vielleicht mit ein paar Schritten darauf. So. Hier können wir es aber nicht platt treten. Hier hilft nur der Hammer. Und nochmal. So ist es doch viel besser. Oh, schade. Ich komme in mein liebstes Kaffeechen. Hey. Ich. Hallo? Wo ist er hin? Warte, der hat doch hier bestimmt irgendwie. So, schnell einen Cappuccino machen. So und. Oh, lecker. Warte mal, ist doch auch farblos oder nicht? Ja, nee, sah nur so aus. Hätte ja sein können. Von dem Baum fehlt die dem Baum fehlt seine Baumkrone, wie witzig. Könnte ich nicht auch einfach jetzt das Level beenden? Doch, könnte ich, aber ich will den Shy Guys schon den Chaos machen, ne? Ah, Mario, tolles Timing. Die Typen mit den Muskeln. Die haben ja auch Muskeln, genau. Mit den Masken. Waren gute Trinkgeldgeber, aber was sie mit meinem Kaffee angestellt haben, das werde ich ihnen nie verzeihen. Ich würde denen so gerne eine Lektion erteilen, aber mein Papier ist einfach nicht so stark genug. Lass uns doch mal versuchen, zusammen zu springen und sie Platz machen. Na los, hab dich nicht so, bitte. Na ja, gut. Da sie ja versucht haben, mich umzubringen, mache ich das gerne. Ja, ich weiß. Lass mich doch mal springen. Kommt schon, ihr blöden Säcke, los. Hä? Hallo. Ach so, wir müssen gleichzeitig springen und wie brutal sie gestorben sind. Aber auch verdient. Den Mastentüken haben wir es gezeigt. Yippie, das fühlt sich so gut an, jemanden auf die brutalste Weise umgebracht zu haben. Ach ja. Jetzt aber mal zurück zum Kaffee. Und wir sammeln jetzt ihr Blut auf. Zu unserem Gunsten. Ne? Ja, also Kinder, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Auch wenn es auf die kinderliebste Art und Weise gemacht wurde, es ist schon brutal gewesen. Aber gut, jetzt können wir endlich diesen Farbstern einsammeln und dieses Level beenden. So, dann werde ich auch gleich nachschauen, ob ich die 100% erreicht habe. Oh, der Part ist schon wieder in Überlänge. Das kann doch nicht wahr sein.
Wenn nicht, dann... Wenn wir es im nächsten Partner nachholen. Tun, meine ich. So. 89%. Ja gut, dann würde ich auch sagen, das war's mit diesem Part. Wir werden im nächsten die restlichen Farblosflecken einfärben. Wenn es natürlich geht, wenn es nicht geht, dann später. Aber dann war's das mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin, ciao.